Ja, ich bin jetzt nach Tiburon gefahren. Hier ist das Seekriegsmuseum hinter mir. Und was man da so ungefähr sehen kann, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran! Also, ich bin ja jetzt auf dem Weg wieder durch Europa für die nächsten Monate und ja, eine Sache fällt mir jetzt schon auf. Bin ja so ein bisschen eher groß geworden an der Ostseeküste, fahre auch gerne mal an die Nordsee und möchte jetzt eigentlich die gesamte Nordseeküste, Atlantikküste, Frankreich, Spanien mal längs fahren. Und mir geht jetzt schon eigentlich so ziemlich der Wind auf den Keks, muss ich sagen. Da ist ja Ostsee und Mittelmeer ja wesentlich schöner, was das mit dem Sturm so angeht. Also ich bin hier, wenn man hier so rausguckt auf die Wellen, ist natürlich total Hammer, total schön. Aber ich muss mich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Hier vorne gibt es noch so ein Bunkermuseum und da hinten ist das Seekriegsmuseum. Da drüben kann ich jetzt rüber gucken, ja, auf die andere Seite. Dieses Becken ist ja entstanden durch das Abschmelzen der Gletscher. Also ja, ich muss sagen, es ist eigentlich richtig schön hier. Das ist jetzt an. Ja, hier stehen alleine mindestens 4 solcher Bunker. Da vorne ist noch so eine Stellung. Und hier hinter mir, da ist dann die Kanone zu sehen von der SMS Rostock, die dann 40 Schüsse hat diese Kanone abgegeben und dann ist das Schiff untergegangen. Hier steht ein großes Kreuz mit 2 Kränzen davor und es ist wieder ein Mahnmal. Vor dieser Küste fand 1916 die Skagerrak-Schlacht statt. 25 Schiffe wurden versenkt, 8.645 Leute kamen ums Leben. Diese Gedenkstätte ist den Opfern gewidmet. Und mehr kann man dann nochmal erfahren in dem Seekriegsmuseum. Aber jetzt gehen wir erstmal hier diese Gedenkstätte einmal links. Ja, ich habe mir jetzt die ersten 3 von den 25 Stelen angeschaut. Symbolisch für die untergegangenen Menschen stehen da so kleine Betonpfähle, Männchen, anonym, sage ich mal. 8.600 Leute sind gestorben. Ja, und ich mag diese Gedenkstätten, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich wirklich gerne, weil sie etwas uns mitteilen sollten. Nämlich, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen, sich diese Gedenkstätten auch mal anschauen sollten. Ja, hinter dem da hier am Horizont, da ist dann das Meer. Hier vorne ist dann diese Gedenkstätte mit den 25 Steinen für jedes untergegangene Schiff einen. Und ich drehe mich hier mal, da vorne steht der Rudi. Wir gehen dann hier mal den Fußweg runter und da vorne ist dann auch das Seekriegsmuseum und da gehen wir dann mal rein. Ja, draußen gibt es eine ganze Menge schon zu sehen. Wenn man reinkommt, dann gibt es hier einen Automaten, wo man sich dann eine Karte ziehen kann. Man kann mit Karte bezahlen, das Billett, und kann dann hier ins Museum hineingehen und muss die Karte dort einmal vorzeigen. Ja, von dem Vorraum gehen wir dann einmal in das Museum rein. Hier ist so die Kasse hier vorne und dort gibt es dann auch einen Museumshop, wo man sich nachher, wenn man wieder rausgeht, was mitnehmen kann. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alles, sondern nur einige exemplarische Beispiele, wie zum Beispiel hier die Lützow, ein Modell, das von dem Marinemuseum aus Wilhelmshaven ausgeliehen wurde, hier an das Seekriegsmuseum in Dänemark. Oder wir haben hier einen Überblick über ein paar Flugzeugteile. Da vorne ist übrigens was ganz Besonderes, das zeige ich dann gleich nochmal. Das hat mich sehr überrascht. Hier ist die E50, ein englisches Unterseeboot, wo sie den Turm gesichert haben. Und der Turm ist also sehr aufwendig, ich sag mal, restauriert worden. Er ist natürlich kaputt, das ist klar. Aber man hat hier, der besteht aus Kupfer, weil dort oben ein Magnetkompass war, auf den überspiegelt dann man von unten aus dem U-Boot dann oben auf diesen Magneten gucken konnte. Die englischen U-Boote hatten auch Magnetkompasse auch mit und ansonsten gab es auf den U-Booten natürlich nur Kreiselkompanden. Die Stücke waren sehr schön restauriert und sahen teilweise aus wie neu. Hier ist zum Beispiel auch ein Teil eines Zeppelins zu sehen, das ist das Zeppelin L3. Und dort waren offene Gondeln und das Schicksal der 4 hier war besonders hart, denn das Luftschiff ist abgestürzt. Viele konnten sich dann retten und dann ist der Rest von dem Luftschiff weggeflogen und diese 4 Herren, diese mit dem Luftschiff weggeflogen und wurden nie wieder gefunden. Die waren dann
auf einmal weg. Die standen also da frei rum, waren dick angezogen, aber die waren dann komplett verschwunden nachher. Das Seekriegsmuseum hat selbst Untersuchungen angestellt und die Plätze aufgespürt, wo die ganzen Schiffe aus der Skagerrak-Schlacht gesunken sind, die Wracks, und hat die dann vermessen und darüber dann die einzelnen Kartierungen gemacht, und eben halt auch 3D-Modelle sind erstellt worden, wo man die genaue Lage und den Zustand der Schiffe dann erkennen kann. Für mich neu und überraschend waren diese Ausleger mit Netzen dran. Das waren so ineinander verschlungene Metallringe aus Draht, und die haben dann einen Schutz vor Torpedos für die Schiffe gegeben. Dieser Blick durch ein Original-Periskop in der Mitte des Ausstellungsraumes gab einen Blick oben aus dem Dach des Museums heraus, und es gehörte zu diesem U-Boot, der S20, die Lusitiana versenkt hat. Diese Glocke ist natürlich nur ein Nachguss, die einige vom Strand dann mitgenommen hatten. Das U-Boot U20 ist gestrandet und hat ein Jahr zuvor eben halt dieses zivile Schiff Lusitiana dann versenkt. Bei der Versenkung der Lusitiana sind über 1.100 Menschen gestorben. Die Besatzung der U-51 hatte ein schweres Schicksal. Das U-Boot wurde versenkt und man hat es dann in den 60er Jahren gehoben und hat dann da die ganzen Leichen gefunden. Die Menschen sind dort dann qualvoll erstickt. Besonders schön gearbeitet ist dieses Modell aus dem ersten Weltkrieg eines U-Boots. Da steckt also wirklich Arbeit drin. Ganz, ganz, ganz toll gemacht. Besonders berührt hat mich dieses Wrackteil eines Tornado-Flugzeuges, das aus Jagel geflogen ist und dann in der Nordsee abgestürzt ist im Jahre 1991. Ja, sehr stürmisch. Ich bin hier wirklich sehr intensiv durchgegangen, habe mir das angeschaut. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzusehen. Ja, es ist ein Lernmuseum. Man soll dort auch ein bisschen was erfahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute sehr viel schlauer geworden. Das hat sich wirklich für mich gelohnt, hierher zu fahren. Und ich denke mal, auch für viele andere lohnt sich das auch. Was wird hier gezeigt? Es werden gezeigt, Originale von Schiffen. Es wird gezeigt, der Verlauf der Schlachten. Es wird gezeigt, was eigentlich überhaupt passiert ist im Ersten Weltkrieg. Denn ich muss ehrlich sagen, so genau wusste ich das alles gar nicht mit dieser, wir sagen Skagerrak-Schlacht. Die Dänen haben da einen anderen Begriff für. Und es ist einfach erschreckend, wie viele Menschen an diesem einen Tag hier ums Leben gekommen sind, wie viel Technik auf dem Meeresgrund versenkt wurde. Was das, also nach heutigen Gesichtspunkten würde man sagen, eine große Umweltverschmutzung, aber damals waren es eben halt natürlich, ja, es war Kriegsgerät, es war viel Material, was dort versenkt wurde. Jeder fühlte sich in einer Situation zu glauben, das gewinnt man, das schafft man, und tatsächlich sind dann ganz viele Menschen dann bei gestorben. Am meisten berührt hat mich eigentlich die Information, dass in England die Menschen alphabetisch einberufen wurden, auf den Schiffen verteilt wurden. Und wenn dann ein Schiff unterging und da war eben halt eine Gemeinde, da sind ganz viele Leute aus einer Gemeinde dann auf einmal dann verstorben, als ein Schiff unterging. Und da hat dann die englische Kriegsführung gesagt, nee, das machen wir jetzt anders. Wir werden das jetzt so gestalten, dass die Menschen dann auf verschiedene Schiffe verteilt werden, sodass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Opfer dann auch entsprechend verteilt sind. Ja, eine schreckliche Geschichte. Und was mich auch überrascht hat, war eben halt, dass ja die natürlich durch die Schlacht direkt durch Treffer Schiffe versenkt wurden, aber auch eben halt durch technisches Versagen. Da war einmal ein Vorderruder kaputt und dann ist halt das Schiff das andere gerammt und dann sind die beide da explodiert und der eine konnte noch nach Hause fahren, der andere hat aber die ganzen Leute dann mit nach unten genommen.
Mir hat der Besuch dieses Museums viele neue Erkenntnisse über die Skagerrak-Schlacht gebracht, über die versunkenen Boote, die Anzahl der verstorbenen Marinesoldaten, aber auch die Zivilbevölkerung insgesamt, wie viele im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Hier wurden die Folgen nochmal aufgezeigt und hier ein ganz wichtiger Satz zum Schluss. Die Grundlage für den nächsten Krieg wurde gelegt. Und diese Erkenntnis, dass ein Krieg im Grunde genommen nie einen Gewinner bringt, sondern wieder irgendwo jemand verliert und meint dann wieder eine Revanche haben zu müssen. Und jetzt möchte ich nochmal ein persönliches Statement abgeben, das ist meine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung zu der ganz aktuellen Situation. Ja, ich habe mir jetzt die ersten drei von den 25 Stelen angeschaut. Symbolisch für die untergegangenen Menschen stehen da so kleine Beton, Pfähle, Männchen, anonym, sage ich mal, 8600 Leute sind gestorben. Ja, und ich mag diese Gedenkstätten, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich wirklich gerne, weil sie etwas uns mitteilen sollten, nämlich, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen, sich diese Gedenkstätten auch mal anschauen sollten. Man hat damals gedacht, boah, wir rüsten auf, wir machen jetzt schön mit Schiffen hier, ballern aufeinander, 25 Schiffe sind umgegangen mit 8600 Leuten und was hat sich jetzt da konkret eigentlich geändert? Wofür sind diese 8600 Leute eigentlich gestorben? Weil der König sagte, fahrt raus, macht das. Und das war völlig, ja, heute weiß man, hat ja gar nichts gebracht. So, und dass man mal einen Schritt zurückgeht und sagt, was bringt uns das denn so aufzurüsten? Und gerade ist in einer Zeit, wo eine Politikerin fordert, ja, 900.000 Reservisten sollen jetzt wieder aktiviert werden. Ich bin da ganz ehrlich, nö, finde ich nicht gut. Setzt euch doch mal an den Tisch und sprecht miteinander, weil sonst diese Stelen hier, die könnt ihr wieder aufbauen. Ihr könnt wieder Mahnmale errichten hinterher, wenn dann alle tot sind. Da muss man doch mal draus lernen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, überall sind die Gedenkstätten. Und was lernt ihr daraus irgendwo? Offensichtlich nicht das Richtige. Denn heute haben wir nicht nur Kanonen und Schiffe und U-Boote und kleine Raketen. Wir haben auch Raketen, die können den ganzen Kontinent auf einmal platt machen. So, in einer solchen Zeit kann ein Krieg niemals zu einem Gewinn führen. Deswegen, aus meiner Sicht, muss man sich immer versuchen zu setzen. Jetzt kann ja jeder wieder kommen mit seinem, ach, du bist hier irgendwie so ein Versteher von dem und dem. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist einfach nur, dass ihr mal rausfahren müsst und euch mal diese ganzen Gedenkstätten mal anschauen sollt und euch mal fragen sollt, was hat das gebracht? Ich mag das gerne hier rumlaufen, mir das angucken. Hier sind also englische Schiffe, es sind deutsche Schiffe. Die haben sich da vorne im Skagerrak die Kante gegeben. Und die sind alle untergegangen, die Schiffe. Die Menschen sind alle tot. Ja, und? Was hat das gebracht? Diese Frage müsst ihr mir beantworten, wenn ihr sagt, ha, jetzt müssen alle wieder für den Krieg fertig gemacht. Übrigens, dass wir diesen 900.000 Leuten, die jetzt da wieder reaktiviert werden sollen als Reservisten. Leute, da sind welche, die haben schon ihren Wehrdienst geleistet, ja? Und da sind andere, die haben noch nie ihren Wehrdienst geleistet. Also alle Frauen nicht, grundsätzlich. Und auch die Leute ab der Aussetzung der Wehrpflicht. Aber die schon geleistet haben, die werden jetzt nochmal angezogen. Wo ist denn da eigentlich die Wehrgerechtigkeit? Was genau läuft da falsch? Was läuft da falsch? Eine Frau, die nie bei der Bundeswehr war, fordert, dass die schon mal da waren, jetzt nochmal wieder los sollen. Und die noch gar nicht waren, die bleiben zu Hause. Sag mal, geht's noch? Das ist meine ganz persönliche Meinung. Schaut euch diese Gedenkstätten an. Das soll ein Mahnmal sein. Man soll das kennen. Man soll hier vor Ort hinfahren. Und hier liegen 8600 Leute. Und woanders sind noch mehr. Und es sind ja noch Millionen weitere in den Kriegen umgekommen. So, deswegen, weil ich hier bin, sage ich ganz ehrlich, liebe Frau Strack-Zimmermann, nein. Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Toten. Sondern wir erwarten von euch Politikern, erwarten wir jetzt wirklich, dass ihr Frieden in der Welt herstellt. Nicht ballert, sondern Frieden herstellt. Das ist meine ganz persönliche Meinung. So, jeder kann eine andere Meinung haben. Wer will, darf das gerne machen. Ich möchte Frieden in der Welt, ein Miteinander der Staaten, der Menschen. Das möchte ich. Jemand sagte mal zu mir, ja, wir müssen doch den Aggressor aufhalten. Der Aggressor sitzt aber weder im Schiff, noch im U-Boot, noch in dem Panzer. Das sind junge Männer, die wollen alle irgendwo eine Familie gründen. Die wollen auch das nicht. Also, der Aggressor sitzt dann ganz woanders. Und das ist das Entscheidende. So, und der hat einen Knopf und kann darauf drücken und sagen, so, Map.
Und wenn man das weiß, dann muss man anders vorgehen. Anders als in den letzten 500 Jahren, wo man meinte, oh, ja, ich rüste auf und damit kann ich gewinnen. Man gewinnt heute keinen Krieg mehr. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Man gewinnt ihn nicht, sondern es brodelt die ganze Zeit weiter. Es brodelt und brodelt und brodelt und bricht dann immer wieder aus. Es sei denn, man schafft es irgendwann, eine Einigung hinzubekommen, einen Frieden herzustellen. Zwischen Deutschland und Dänemark gab es auch mal einen Krieg. Es ist Frieden. Man hat sich auf eine Grenze festgelegt. Und ja, die Deutschen haben da wirklich Blödsinn gemacht hier in Dänemark. Das haben die wirklich gemacht. Und das tut mir auch unendlich leid. Aber daraus muss man doch lernen und nicht wieder anfangen. Also das ist meine Meinung. So, das heißt, ich habe mein Wehrdienst ja geleistet. Ich bin da kein Kriegsdienstverweigerer. Ich würde mein Land verteidigen. Selbstverständlich. Mein Land würde ich verteidigen. Und ich würde auch die EU verteidigen und Europa verteidigen. Aber ich würde keinen Blödsinn machen. Blödsinn machen ist doof. Blödsinn machen ist wirklich saudumm. So, und mit so plumpen Argumenten kann man gar nichts erreichen, sondern man muss wirklich sagen, Leute, denkt drüber nach. Mit einem Schiff hat man hier gar nichts erreicht, außer den Tod. Und das soll uns dieses Mal einmal sagen. Und daraus müssen wir lernen. Und vor allen Dingen die, die im Bundestag sitzen und ihre Hand heben, die sollten sich das hier mal in Ruhe anschauen. Und danach bemesse ich und gebe meine Stimme ab für diejenigen, die Frieden wollen und nicht aufrüsten. In ihrem Werbespot sagt die Frau Strack-Zimmermann, ja, ich bin alt und ich nerve. Gehen Sie doch einfach mal und machen Ruhestand, Frau Strack-Zimmermann, und bringen Sie nicht die Welt durcheinander und bringen Sie nicht Tod und Verderben. Das erwarte ich von Ihnen als verantwortliche Politikerin. Ich erwarte von Ihnen Frieden, ein Miteinander. Das erwarte ich von Ihnen. Aber was Sie machen, ist das Gegenteil von dem. Und deswegen bekommen Sie meine Stimme nicht. So, direkt an Frau Strack-Zimmermann. Ich stehe am Gedenkstein HMS Indefatigable Gable. 1017 Menschen sind gestorben. 1017 haben die Deutschen umgebracht. 1017 Leute. Und diese ganzen Stelen hier, die hier stehen, das sind alles Aggressoren gewesen? Nee, waren die nicht. Das waren alles Menschen, die leben wollten. Menschen mit einer Familie. Es waren Kinder. Es waren Väter. Brüder. Das sind alles Menschen, die gestorben sind, weil Leute gesagt haben, wir müssen den Aggressor aufhalten. Da ein Stein für das englische Schiff, einer von insgesamt hier 25 Steinen, die hier stehen. Das soll uns zu denken geben.